Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zuallererst wünsche ich dir mal frohe Weihnachten, denn heute, wenn das Video rauskommt, sollte, wenn alles glatt gelaufen ist, der 24. Dezember sein. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend oder habt einen schönen Abend. Und ich habe mir überlegt, vielleicht bekommt ja der eine oder andere eine Drechselbank zu Weihnachten oder hat sich quasi schon selbst ein paar Tage vorher, vor Weihnachten, mit einer Drechselbank beschenkt. Und was sollte man drechseln, wenn man jetzt ganz neu eine Drechselbank hat? Ich habe dir mal hier drei Projekte fertig gemacht, die super ideal sind, wenn du gerade eine neue Drechselbank bekommen hast oder neu angefangen hast. Die kannst du mit relativ wenig Werkzeug drechseln und es macht einfach tierisch viel Spaß. Du bekommst einiges an einem Tag geschafft und sie sind einfach schön, um eine neue Drechselbank einzuweihen. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du eine Drechselbank zu Weihnachten bekommen hast. Das fände ich sehr, sehr interessant. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Schau dir die Dinger einfach mal an. Du kannst sie auch noch abwandeln und ansonsten sage ich auch direkt viel Spaß beim Nachdrechseln. Ich brauche natürlich jetzt als erstes mal Holz für das erste Projekt und ich denke, das ist gerade für Drechselanfänger, die jetzt eine Drechselbank bekommen haben, interessant, denn es ist Längsholzdrechslerei, reine Längsholzdrechslerei und man braucht gar nicht so viel Werkzeug dafür. Man müsste sich doch irgendwo ein Stück Holz finden lassen, um das zu verdrechseln. Ich habe hier so ein paar Rohlinge, die habe ich mir zugeschnitten, um Flaschenöffnergriffe zu drechseln. Aber das ist Linde und die Maße sind auch super gut, um einen kleinen Tannenbaum zu drechseln. Ja, das Lindenholz ist so weich, da brauche ich das jetzt in dem Fall nicht vorzuschlagen in der Mitte. Ich setze einfach etwa hier in die Mitte rein und spanne es dann. Am Werkzeug benutze ich hier einfach eine Formröhre. In der Mitte, das ist das Werkzeug. Rechts das hier ist ein Meißel und links das hier ist ein Abstecher. Nachdem das Teil erstmal grob rund ist, können wir jetzt schon mal die grobe Form anarbeiten und danach sind wir mit der Röhre auch schon fertig. Danach brauchen wir eigentlich fast nur noch den Meißel. So schnell kann es gehen mit dem Meißel. Die Oberfläche ist jetzt eigentlich schon fast perfekt. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass wir die Spannung hier vom Reitstock ein gutes Stück runterholen, sonst zerbricht uns das gleich nämlich einfach. Dadurch, dass ich hinten die Vierzacke als hier reingeträgt haben und wir nicht so viel quasi das Material festhalten mit unserem Werkzeug, muss da also nicht mehr so ein großer Druck drauf. Jetzt können wir anfangen, die einzelnen Stufen reinzubringen. Ganz wichtig, hier das dürft ihr natürlich jetzt nicht zu weit runterschleifen, denn jetzt müssen wir erst alles schleifen und dann können wir es erst abstechen. Und jetzt müssen wir hier nur noch die Spannung ein bisschen runterholen vom Reitstock. Ihr seht das, hier dreht sich auch gerade und gar nicht mehr. Und jetzt können wir das Teil hier vorne final abstechen. Einmal die letzte Spitze so ein bisschen schleifen und ihr seht, das Ganze ist schon jetzt sehr, sehr filigran und das war es auch schon. Ja, und die Spitze, die könnt ihr jetzt einfach abbrechen. Etwas elegant. Die etwas elegantere Variante geht so. Einfach die Teile hier abbrechen. Und das ist übrigens der kleine Knubbel, der nur noch übrig geblieben ist. Zack.
Das Teil ist jetzt weg. Und die Spitze ist auch schon so gut wie perfekt. Da ist wirklich ein ganz, ganz kleines Stück. Und das verschleife ich jetzt einfach schnell. Genauso viel. Und das war's dann auch schon. Als nächstes will ich mir eine kleine Nudelrolle drechseln. Das ist auch ein schönes Projekt und kann sich auch schön verschenken lassen. Und da habe ich hier dieses Stück Holz. Das ist ein Stück Rotbuche, das habe ich mit meinem Vater vor mehreren Jahren aufgeschnitten. Und das lagert seit 2015 und das sollte trocken genug sein. Ihr seht auch, ich habe hier die Stirnseiten extra mit Wachs versiegelt, damit das nicht mehr weiter reißt. Das müssen wir uns jetzt erst noch in einen Kandel schneiden. Ich habe den Zylinder jetzt rund gedrechselt und ich habe das eigentlich alles frei Auge getan. Ich habe eben einmal zwischengemessen, jetzt haben wir hier 72,5 und hier haben wir 76, da gehe ich gleich noch einmal ein bisschen rüber. Auf jeden Fall werde ich mir hier gleich diese Schleifauflage holen, da kann man das Ganze schön einmal plan runterschleifen. Das werdet ihr dann gleich auch noch sehen. But first, let me take a selfie. Als nächstes bringe ich die Geschwindigkeit kurz runter und kann das dann mit meinem Finish behandeln. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Patsch, 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 Kuchen. Hier gebe ich es als erstes bei einer langsamen Geschwindigkeit dick drauf. Und das nächste Teil ist auch schon fertig. Hier unsere kleine Nudelwalze, unser kleiner Teigroller. Der ist jetzt auch fertig. Er ist jetzt kleiner geworden als gedacht, aber ich finde die Größe hier auch nicht so verkehrt. Und das ist auch eine gute Übung, um halt hier beide Seiten relativ gleich zu drechseln. Ist da ernst? Das ist auch eine relativ gute Übung, wenn ihr hier die beiden Seiten gleich drechseln möchtet. Das könnt ihr jetzt auch vielleicht zu Silvester verschenken oder habt ihr irgendwie was für euer Auto für unteren Fahrersitz zu legen. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Projekt. Dafür brauchen wir eine Kerze.
sowas hier in der Art oder halt auch einfach die abgebrannte Kerze vom, wie heißt das Ding mit deiner vier Kerzen, wo man jeden Sonntag die nächste macht, Adventskranz. Oder die abgebrannte Kerze vom Adventskranz. Aus diesem schönen Stück runden Holz, das ist übrigens Robinie, werden wir uns gleich so einen kleinen Kerzenständer drechseln. Und im Grunde genommen könnt ihr hier einfach alle Formen, die ihr möchtet, anarbeiten. Was ihr tun könnt, wenn ihr nicht so entschlossen seid, welche Form ihr haben möchtet, ist, dass ihr euch so kleine Hilfslinien setzt, dass ihr eure Stütze hier quasi so ein bisschen einteilt. Dass zum Beispiel hier oben, hier soll schon mal ein neues Thema beginnen, dass es hier vorne dann zur Flachen kommt, wo dann die Kerze auch drankommt. Hier möchtet ihr vielleicht von da bis da eine geschwungene Rundung haben und hier soll dann das Ganze dann wieder aufhören. Und so könnt ihr dann einfach durchgehen und das Ganze läuft jetzt einfach im Zeitraffer ab und ihr seht, wie sich das formt, wie sich das Stück verändert. Eine Kleinigkeit fehlt aber noch. Und das waren die drei kleinen Projekte. Das sind richtig schöne Projekte, die... Und das hier war jetzt zu guter Letzt das letzte Projekt. Wenn ihr es vielleicht in die Wohnung stellen möchtet, macht vielleicht den Sockel ein klein bisschen größer oder schraubt dieses Teil noch auf eine größere Platte. Aber wenn ihr das hier vor die Türe stellt, sollte das, denke ich, okay sein. Das hier sind da richtig schöne Projekte gewesen. Das sind sehr gut, wenn ihr jetzt eine Drechselbank vielleicht geschenkt bekommen habt zu Weihnachten oder euch selbst damit beschenkt habt. Jetzt haben wir auch schon wieder drei Dinge gedrechselt, die wir Leuten schenken können und die auch wieder ein bisschen glücklich machen können, auch wenn Weihnachten jetzt schon vorbei ist. Denn man freut sich doch eigentlich das ganze Jahr drüber, wenn man was geschenkt bekommt, oder? Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du eine Drechselbank bekommen hast. Das fände ich echt witzig. Und ob du hier diese Projekte nachmachen möchtest. Aber ich denke mal, speziell wenn du blutiger Anfänger bist, ist speziell hier dieser kleine Tannenbaum ein schönes Projekt, um anzufangen. Du brauchst einmal nicht so viel Holz. Du musst auch nicht den Meißel benutzen, wenn das am Anfang noch zu schwierig ist. Du könntest auch die Röhre für diese Formarbeiten benutzen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit mit deinen Liebsten und sag bis zum nächsten Video. Ciao. Oder ich sag heute ho ho ho. Ah, leck.